Die Aufklärungsdrohne in Ghost Recon Breakpoint wird von den meisten ziemlich unrealistisch genutzt. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr es besser machen könnt. Bei mir dreht sich übrigens alles um Ghost Recon. Wenn du da Bock drauf hast, lass mir gerne ein Abo da, damit du nichts mehr davon verpasst. Erstens, benutzt die Drohne sparsam. Das heißt, wenn ihr ein gegnerisches Lager am Anfang aufklärt, könnt ihr die Drohne dort natürlich benutzen. Aber wenn ihr dann im Lager drin seid, benutzt nicht die Drohne, um einfach mal schnell um eine Ecke zu schauen oder sowas, denn das ist höchst unrealistisch. Zweitens, fliegt nicht mit der Drohne in Gebäude hinein. Ihr könnt durch die Fenster aufklären, aber nicht in die Gebäude hineinfliegen, sondern fliegt immer relativ hoch. Wenn wir uns anschauen, wie echte Spezialeinheiten die Aufklärungsdrohnen benutzen, sehen wir, dass die auch immer ziemlich hoch über dem gegnerischen Lager schweben und so die Lager aufklären. Ja, es werden in echt auch Drohnen innerhalb von Gebäuden genutzt, aber da eher in großen Lagerhallen und nicht in kleinen Gebäuden mit vielen Türen und so weiter. Drittens, wenn ihr die Drohne wegpacken möchtet, dann hört nicht einfach mit der Steuerung auf, sondern fliegt zuerst zu eurem Charakter zurück, damit der die Drohne auch wegpacken kann. Es ist höchst unrealistisch, dass eine Drohne, die irgendwo 50 oder 100 Meter über einer Feindbasis schwebt, dann plötzlich verschwindet und in eurer Tasche landet. Viertens, wenn die Drohne kaputt ist, dann ist sie kaputt. Wenn eure Drohne zerstört wird, egal ob durch Feindbeschuss, weil ihr in einen Helikopterrotor fliegt oder ins Wasser fliegt, dann behandelt die Drohne als kaputt. Und zwar so lange, bis ihr wieder an einem Biwak gerastet habt. Denn an dem Biwak könntet ihr die Drohne theoretisch dann reparieren oder eine neue bauen. Und zu guter Letzt habe ich noch einen absoluten Pro-Tipp. Der ist ein bisschen aufwendiger, aber ich glaube, das ist das Maximalste, was man an Immersion aus der Aufklärungsdrohne herausholen kann. Und zwar, WLAN vorausgesetzt, fügt ihr Ghost Recon Breakpoint als Steam-fremdes Spiel zu Steam hinzu, ladet euch auf eurem Smartphone die Steam-Link-App runter und dann immer, wenn ihr mit der Drohne fliegen wollt, macht ihr das übers Handy. Also ihr startet die Drohne am Computer und dann packt ihr auch euer Charakter so ein Drohnensteuergerät aus und das macht ihr dann ganz einfach mit dem Handy. Und ihr schaut so lange dann auch wirklich nur auf euer Handy und nicht auf euren Bildschirm. Das dauert natürlich immer ein bisschen, aber das gibt direkt ein komplett anderes Spielgefühl. Ja, es nimmt ein bisschen von dem Spielfluss raus natürlich, weil es immer ein bisschen dauert, bis die Steam Link App dann wirklich mit dem Spiel verbunden ist, bis das alles hin und her gestreamt ist. Aber es ist wirklich super geil, kann ich echt nur empfehlen. Und auch wenn ihr dann die Drohne dann wieder wegpackt, nachdem ihr zu eurem Charakter hingeflogen seid, dann beendet ihr auch die Steam Link App, damit die Steuerung am PC wieder freigegeben wird und auch der Sound wieder über den PC kommt. Und dann packt ihr am PC dann die Drohne weg. Ich kann es wie gesagt nur empfehlen, das zumindest mal auszuprobieren. Ich benutze es so im normalen Spiel auch nicht, weil es zu umständlich ist, wenn man ehrlich ist. Aber wenn ihr die maximale Immersion aus der Drohne rausholen wollt, ist das der absolute Pro-Tipp. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, gebt ihm bitte einen Daumen hoch und schreibt mal in die Kommentare, welche weiteren Immersionstipps in Bezug auf die Drohne ihr noch habt. Ansonsten schaut euch auch gerne links hier die anderen Teile dieser Videoreihe an oder rechts meinen aktuellsten Upload. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.